Dr. Montrose. Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Law and Order Legacies. Ich bin diesmal an der Stelle des Verhörenden und verhöre den Dr. Montrose jetzt im Falle der fahrlässigen Tötung. Und ich fange gleich auch provokativ an, mit Aaron in Gefahr gebracht. Your agency advocated for Jenna Bauer in her bid to regain custody of her son Aaron. In retrospect, was this in Aaron's best interest? Considering his fate, the answer has to be no. But hindsight is always 20/20. At the time, you believe the opposite to be self-evident, right? Every mother deserves to retain the custody of her children? We weighed the pros and cons of Jenna Bauer's case, and we came to the conclusion that she deserved a second chance. Perhaps if we'd had more facts at our disposal, we would have agreed with the city's decision. Stimmt die Aussage mit dem bisherigen überein? Wir haben das für und wider in Jenna's Fall auch und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie eine zweite Chance verdient hätten, uns mehr Informationen zur Verfügung gestanden. Er hatte ja Informationen in der Fallakte schon aus Russell County. Also glaube ich eigentlich, dass er... nein. Montrose behauptet, dass er dagegen war. Nein, Montrose hat bereits zugegeben, ohne nachdenken, die Alternative für Aaron wäre das städtliche Kinderheim gewesen. Und Montrose hat ausgesagt, dass es niemand verdient, dort zu landen. Das ist schon. Montrose hat gesagt, dass die Bauers schon Klienten, bevor er zum... So. Das ist das Richtige. In this case, the alternative was placing Aaron in City Youth Home. You simply didn't want him there. Dr. Montrose, have you ever signed off on moving a child from his parents' custody into the institutional foster care system? No. Dann frage ich zum Buch. You've stated that your work is your life. Yes. If that's so, where did you find the time to write and publicize a book? Objection. Immaterial. Sustained. Where was he trying to go with this? Ja, ich weiß es auch nicht. Also dann frage ich zu den Besuchsrichtlinien. State guidelines for social welfare agencies mandate one home visit per month at the very least. You needn't lecture me. I'm well acquainted with state guidelines. Do you follow them? Yes, Mr. McCoy. We follow the state guidelines meticulously. Good Shepherd didn't have its own guidelines? No. Glauben Sie ihm? Nein. Nein, ich glaube ihm nicht. Ich glaube ihm von Haus aus nicht. Montrose hat ausgesagt, dass die staatlichen Richtlinien für Gottschalk... Die Sozialarbeiterin hat zugegeben, dass die Richtlinien einfach aus dem Stegreif festgelegt. Montrose hat den Detective gesagt, ihre eigenen Richtlinien, eine der Fallakte gefundene Notiz. Jetzt muss ich nur mal gucken. Also entweder war das das oder das. Also Montrose hat den Detectives gesagt, dass die Organisation ihre eigenen Richtlinien hat. Oder das Erste. Und da muss ich jetzt tatsächlich gucken... Wo war denn das? Ba. Das war, wo habe ich denn mit ihm gesprochen? Da. Bla bla. Diejenigen da. Sich Risikofamilien, diejenigen, die an einer Organisation, tun sie das, sie sind gerade hier reingeplatzt, doch nehmen sie Traue, Kreuzverhör. Ich bin mit dem Fall vertraut, fragen Sie mich. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Die Justiz hat den Jungen ins städtische Kinderheim abgeschoben. Wir haben... Nein, unsere Klienten nehmen keine Drogen. Natürlich, die meisten hatten mit Süchten zu tun. Und ihre Gemeinschaft schwindet seit dem... In den frühen 80ern wurde die... technisch gesehen steht die Organisation unter Aufsicht der Kirche. Bla bla. Oder nur wenn sie arm sind. Nein, warten sie. Bla. Sie irren sich. Positive Erziehung. Tut mir leid. Die Unterlagen. Ich versichere Ihnen. Nichts Relevantes. Die Regelung sagt aus. Ach so, das ist das. Angeblich prüfen sie nur da. Tut mir leid, aber ich weiß, was passiert, wenn man mit der Stadt zusammenarbeitet. Angeblich prüfen sie nur, ob man die staatlichen Richtlinien befolgt. Doch in Wahrheit ist es ein Vorwand für rechtliche Schritte.
Es ist das Gleiche. Ich halte mich von der Bürokratie fern. Das können Sie... Und ich weiß, dass sie einen schlecht dastehen lässt. So, ich habe mir genug Raum verschafft. So habe ich mir genug Raum verschafft. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber Sie haben sie ein weiteres Opfer. Nur wollen Sie Mrs. Bauer also vorwerfen. Ach, wo stand denn das? Ach Mann. Egal, dann mache ich das jetzt hier. Ach, das war ja nun vollkommen verkehrt. Ach Gott, bin ich blöd. Ich wollte ja das Vorletzte nehmen. Mensch. Ja, Mensch. You've heard Detective Curtis's account of what he found in Jenna Bauer's apartment, and you've seen the pictures. Indeed I have. What can I say? Appalling. I had no idea until this very morning, when my counsel showed me the pictures. Kann es sein, vom Zustand der Wohnung? Ja, das kann sein. Warum? Woher sollte der das wissen? Oh, you're glaub, the expert, das muss ich Dr. Montross. Machen, Mann, ey. Do you think it's possible for conditions to degenerate that rapidly in a mere 8 days? It's possible, I suppose. But I have to admit, if I were an outside observer, I'd find it a difficult story to swallow. Indeed, if it weren't for my faith in my employer, Miss Schuyler, I'd be inclined to think it was a story. Really? No further questions, Your Honor. Ja, das ist nicht so toll gelaufen, würde ich sagen. Ich glaube, das wiederhole ich tatsächlich, aber ich wiederhole das offscreen, damit du dir das Verhör nicht nochmal angucken musst. Und setz dann hier an dieser Stelle beim nächsten Mal fort. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao.